letzte noch gesetzt haben. Ja, wir möchten euch und Sie alle herzlich begrüßen zu der Podiumsdiskussion, die wir geplant haben im Hinblick auf die kommende Bundestagswahl. Ein Ereignis, was eigentlich für alle von uns sehr wichtig ist. Ich möchte den Kandidaten für das Kommen danken. Ich möchte den Moderatoren danken von der AZ, Herrn Albrecht Pelzer und Herrn Robert Esser, dass sie uns unterstützen und die Veranstaltung moderieren. Vielleicht noch ein Wort zu uns, wer wir sind. Ihr seht die Gruppe. Wir sind Stipendiaten von verschiedenen Förderungswerken. Und warum wir die Veranstaltung gemacht haben, da gebe ich mal weiter an Taksan Sotinata. Genau, und wir haben uns gedacht, also jetzt gerade in der Klausurphase ist es auch schön, wenn man ganz schnell sich informieren kann, wie man wählen soll, als man das noch nicht weiß. Und in den Medien kriegt man schon mal viel mit von den Kanzlerkandidaten, von dem Parteiprogramm. Aber wir in Aachen wollen natürlich wissen, wer uns die vier Jahre in Berlin vertreten. Das sind eben vor allem auch unsere Direktkandidaten. Und deswegen laden wir Direktkandidaten zu uns ein, zu uns an die Uni. Wie Sie sehen, es sind sehr viele Studenten da, unsere Studentenfragen können gestellt werden, viele wurden im Voraus schon gestellt. Wir hoffen auf eine spannende Diskussion und freuen uns über eure Fragen im zweiten Teil. Wir übergeben jetzt an unsere beiden Moderatoren von Aachener Zeitung. Seite auch ein herzliches Willkommen. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Und das ist total toll, dass der Saal so voll ist. Freiwillig, der Herr gesagt hat eben schon, Sie waren nach einer Schulmoderation oder noch morgen bei einer Schulveranstaltung. Die Schüler waren natürlich auch alle freiwillig da, es war natürlich Unterrichtszeit. Diese freiwillig gekommen, ich freue mich auf eine sehr engagierte Diskussion mit Ihnen, mit den Kandidaten. Wollen Ihnen kurz sagen, wie wir den Abend heute hier gestalten wollen. Das Organisationsteam hat perfekte Vorbereitungsarbeit geleistet. Wir haben Fragen gesammelt aus Ihrem Kreis, aus dem studierenden Kreis. Die Fragen zusammengefasst, als drei Fragen komplex, die wir beide gleich moderieren wollen. Das ist mein Kollege Robert Esser, den ich jetzt auch nochmal begrüße. Und danach kommt der eigentlich wichtigere Teil, würde ich sagen, für uns alle, für die Kandidaten, das würde ich auch, das sind Sie wirklich gefragt und wir hoffen darauf, dass Sie viele, viele Fragen stellen. Der Henker hat eben gesagt, in der Hochschule lautet das Motto immer Vernunft vor Emotion. Wir drehen das heute nicht um, Herr Henke. Also vernünftig wollen wir alle bleiben, aber es darf auch ein bisschen emotional zugehen, okay? Der Ablauf, der sollte also soweit klar sein. Noch ganz kurz zu den Zeiten. Ich weiß, viele sind ausgesprochen dankbar dafür, dass wir hier in einem hochmodernen Hörsaal sind und Sie die Möglichkeit haben, im weiteren Verlauf des Abends, falls es etwas ausufert, auch hier vor Ort Fußball gucken zu können. Das ist nicht notwendig. Wir werden rechtzeitig Schluss machen, sicherlich ein paar Minütchen vor 20 Uhr, sodass jeder, auch die Fußgängerinnen und der Fußgänger, die Chance hat, so man der Fußballfan ist, das Länderspiel rechtzeitig zu erreichen. Auch nicht unwichtig. So, ich stelle jetzt den Vorwurf einfach kurz vor, wer heute Abend eingeladen ist, begrüße als erstes für die SPD, Ulla Schmidt. Seit 1990 im Bundestag, war Bundesgesundheitsministerin, ich glaube die längste Bundesgesundheitsministerin oder Ministerin in der Geschichte der Welt, kann man das sagen. Ja. Abends. Sie ist 2009 über die Liste in den Bundestag eingezogen, hat das Direktmandat verfehlt, das hat damals der Henkel gewonnen. Jetzt steht Ulla Schmidt auf Listenplatz 10 in NRW. Ist das ein aussichtsreicher Platz? Nein. Und Ähnliches wird uns auch der zweite Kandidat, von dem gerade schon die Rede war, gleich bestätigen, was seinen Listenplatz angeht. Wir beginnen ein bisschen früher. 1954 wurde er geboren, nicht in Aachen, was natürlich ein absoluter Skandal ist, sondern in Birkesdorf, Düren. Er ist Arzt, war aber, und das ist wichtig zu wissen, niemals in der Verlegenheit, um seinen Doktortitel wangen zu müssen. Er hat von vornherein darauf verzichtet. Das ist nichts Ehrenrühriges, Henk.
Danke. Seit 92 Mitglied der CDU, 95 bis 2009 Mitglied des NRW-Landtags und gerade war die Rede schon davon, dann der direkte Einzug 2009 in den Bundestag. Er ist Mitglied der Ausschüsse für Gesundheit sowie für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Rudolf Henkel, Ihr Applaus. Bettina Rietze, die wir herzlich begrüßen, die für die Grünen kandidiert, muss ich kurz vorweg schicken. Sie ist nicht Ersatzfrau, aber sie kandidiert nicht in Aachen und ist freundlicherweise eingesprungen, also nicht in Aachenstadt, freundlicherweise eingesprungen, weil der Kandidat aus Aachenstadt, der das Wittgenstedt heute verhindert ist. Frau Rietze ist kandidiert eben, ich weiß gar nicht, wie sagt man das jetzt, Städteregion Aachen ohne Stadt Aachen? Man darf doch Kreis Aachen nicht mehr sagen, oder? Kreis Aachen. Das durfte ich sagen, Kreis Aachen. Da kommt der ja, also sie kandidiert im ehemaligen Kreis Aachen für die Grünen. Sie ist seit 1989 Mitglied der Grünen, ist seit 1907 im Bundestag und seit 2009 im Bundestag. Das Problem ist, meine Lesebrille funktioniert. Seit 2009 Sprecherin für Stadtentwicklung der Bundestagsfraktion und hat Platz 17 der Landesliste. Ich habe das mal von dem Herrn Lutschak, das ist der Kreisgeschäftsführer der Grünen, ausrechnen lassen. Wenn Sie 11,7% in NRW bekommen, wären Sie im Bundestag. Klappt das? Da gehe ich von aus. Okay, groß und knapp, Dankeschön. Einen Applaus für Fragen. Ja. Platz 32, das muss ich natürlich noch kurz nachliefern. Das ist keiner der sichersten Plätze. Jetzt werden Sie sagen, vielleicht hat doch letztes Mal auch direkt geklappt. Diesmal wieder, warum? Ja, ich komme nur in den Bundestag, wenn ich direkt gewählt werde. Das war letztes Mal so, da war ich auf Platz 41. Jetzt bin ich auf 32, hat aber mit dem Ergebnis mit Sicherheit nichts zu tun. Dankeschön, Herr Henkel. Und jetzt kommen wir, so wie es unser Ablauf vorsieht, tatsächlich zur FDP, der Liberalen. Birgit Habeneck ist bei uns 38 Jahre alt, Aachenerin, beruflich im Bereich Personaladministration und als Leiterin eines Projektbüros tätig. Vielleicht beraten Sie gleich noch, was Sie da genau machen. Platz 20 der NRW-Liste bei 12,5% in NRW würde das so ungefähr für ein Mandat reichen. Die Umfragen sehen ein bisschen anders aus. Aber Sie haben trotzdem noch Spaß am Wahlkampf, oder? Spaß am Wahlkampf habe ich so oder so. Den hatte ich auch bei einer anderen Kandidatur. Seine Kandidatur mit Platz 97 oder sowas in der Größenordnung. Platz 20 ist für jemanden, der relativ neu dabei ist, glaube ich, ein ganz guter Platz. Direktmandate gibt es bei uns fast nie oder ganz, ganz wenige. Deshalb ist das was anderes als bei den großen Volksparteien. Das ist ganz, ganz wichtiger. 12,5% und die jetzigen Prognosezahlen liegen weit auseinander. Ich bin aber ein optimistischer Mensch. Zum einen, die Prognosen nehme ich zur Kenntnis. Ich gehe davon aus, dass wir drin sind und möchte gar nicht weitere Prognosen, meine persönlichen, abgeben. Optimismus ist keine so falsche Eigenschaft, wenn man bei der FDP ist in diesem Fall. Absolut unangefochten, was die Situation anbelangt. Das ist André Runko, der für die Linke kandidiert. Der steht auf Platz 4 der Landesliste. Vor 4 Jahren glaube ich auch Platz 4, oder? Platz 6. Aber über die Liste, dank des guten Ergebnisses der Linke, denn auch das waren die in den Bundestag eingezogen. Herr Runko ist 1963 in München geboren, ist aber jetzt, würde ich sagen, auch ein Aachener, oder? Mit anderthalb Jahren. Dann sei ihm die bayerische Vergangenheit verziehen. Sind Mitglied bei allem, was wir haben, nicht bei Bayern München? Ja. Sie haben als Mediengestalter gearbeitet, haben in Freiburg in Berlin studiert. Auf Ihrer Homepage habe ich gelesen, dass Sie als LKW-Fahrer gearbeitet haben. Als Drucker, Krankenpfleger und Publizist. Jetzt sind Sie Politiker, das wollen Sie bleiben, indem Sie in den Bundestag einziehen. Herzlich willkommen, Herr Runko, und Ihr Applaus. Wir machen direkt weiter, um dann zu den ersten Fragen zu kommen und lernen einen Menschen kennen, den wir natürlich von zig, nein, von hunderten Wahlplakaten in unserer wunderschönen Kaiserstadt kennen. Überall lächelt er herab und typischerweise ist er ganz weit oben angebracht am Laternenmast. Wir werden ihn gleich mal fragen, ob er Angst davor hat, auch mit Nö beschmiert zu werden. Dabei sieht er doch so freundlich aus. Die Piratenpartei, zweiter von rechts von Ihnen aus gesehen, meine Damen und Herren. 38 Jahre alt ist Marc Seiler, war selbstständiger IT-Berater im IT-Consulting, so muss man es richtig sagen.
beschäftigt und tätig. Er ist Ökonom, nachdem er Wirtschaftswissenschaften mit Sozialkultur und Politikwissenschaften kombiniert studiert hat. Seinen Hauptberuf hat er in einem jungen Interview, das mit einem Kollegen der Aachener Zeitung geführt wurde, als Wahlkämpfer bezeichnet. Hauptberuf Wahlkämpfer, aber eigentlich ist er Ökonom. Platz 25 auf der Landesliste. Reicht das? Ja, ich habe mir vorgenommen, das direkt mal anzukommen. Herr Henke lächelt.